Hallo, Alexander Schumann hier und herzlich willkommen zum verhängnisvollen Donnerstag Nummer 23. Heute geht es um die großen Zusammenhänge, nämlich Verschwörungstheorien. Der Mensch ist in der Lage, bestimmte Zusammenhänge in der Natur zu erkennen und sie zu seinem Vorteil zu nutzen. Wenn man im Frühjahr Getreide aufs Feld schmeißt, kann man im Herbst viel mehr davon ernten. So wurde die Landwirtschaft erfunden. Hier ist die Erklärung einfach. Aus den Samen wachsen neue Pflanzen und diese produzieren wiederum neue Körner. Die Natur ist ein komplexes, zusammenhängendes System. Und das Verstehen dieser Systeme hat den Menschen erlaubt, sich zu entwickeln und den ganzen Planeten zu bevölkern. Leider geschieht es auch oft, dass bestimmte Dinge passieren, ohne dass es hier einen konkreten Zusammenhang gibt. Die Tatsache, dass ich mich zum Beispiel über Sicherheitssysteme belustigt habe und zwei Tage später mein Auto auf dem Dach liegt und ich lediglich durch solche Sicherheitsmaßnahmen so glimpflich davongekommen bin, ist zwar bizarr, aber rein zufällig, nehme ich an. Zu guter Letzt gibt es noch Phänomene, die sind so undurchschaubar und undurchsichtig und unzusammenhängend, dass unser Verstand geradezu heiß läuft, um doch noch einen Zusammenhang zu finden. Denn in der Natur, da wo wir herkommen, gibt es auch nichts ohne Grund und Zusammenhang. Einfach zu sagen, ich habe keine Ahnung, und sich einfach damit zufrieden geben und es gut sein zu lassen, liegt leider nicht in unserer Natur. Hier noch ein Beispiel, die Pyramiden von Gizeh. Es ist bis heute nicht gelungen, nachzuweisen bzw. zu beweisen, wie die Pyramiden gebaut wurden. So steht es jedenfalls bei Wikipedia. Aber nur weil man etwas nicht weiß oder noch nicht bewiesen ist, bedeutet noch lange nicht, dass viele noch unglaublichere Erklärungsmethoden stimmen müssen. Aliens! Tatsache ist, wir wissen nicht, wer oder was sie gebaut hat. Wir wissen nur, dass sie gebaut wurden. Irgendwann wird sich eine der Hypothesen beweisen lassen. Entweder durch Experimente oder durch eine UFO-Landung. Und dann gibt es noch Dinge, die sich überhaupt nie beweisen lassen. Keinen Zusammenhang haben, aber dennoch für unseren Verstand zusammengehören. Ein Beispiel hierzu ist die Zahl 23, die Robert Anton Wilson bekannt gemacht hat, indem er sie zur Zahl der Illuminaten erklärte. Eine Art Erkennungszeichen. Hier einige Beispiele. 23 bzw. die Quersumme 5 kommt erstaunlich häufig vor, vor allem wenn man darauf achtet. Um 23,5 Grad ist der Rotationswinkel der Erde geneigt. Nun, es sind 23,44 Grad, aber egal. Die Zahlen 2 und 3 sind die einzigen Hochzahlen, die auf normalen Tastaturen abgebildet sind. Psalm 23 ist der bekannteste aller Psalmen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal und so weiter. 23 Uhr ist die höchste Stundenzahl, danach geht es mit 0 weiter. Der Mensch hat 23 Chromosomenpaare. 46 einzelne würden hier nicht passen. Und so weiter und so fort. Interessant ist, dass die Idee mit den Zahlen frei erfunden war. Aber je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr Indizien findet man. Zum Beispiel ist dies die 23. Folge vom verhängnisvollen Donnerstag. Erschienen am 1.5. Die letzte Folge erschien am 23. April. Schreibt mir in die Kommentare, ob das alles Zufall sein kann. Und ja, selbstverständlich gibt es Geheimorganisationen. In der Grundschule hatten wir auch einen geheimen Club. Und weil es mir gerade auffällt, das Skript für diese Folge hat 32 Absätze. Ja, das gilt auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.